So, meine lieben Freunde, 1,5 Stunden nach der Demonstration, eine Stunde nach der Demonstration, sind wir immer noch hier, Berlin-Brandenburger Tor. Mein Name ist J6, All in the Mix. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, folgt mir weiterhin auf die Reise. Vielleicht können wir noch ein paar Leute treffen, mit denen wir quatschen können und uns austauschen können. Ich habe hier einen heißen Tee in der Hand, weil es nun mal kalt ist und Sauwetter ist. Habe ich mir das natürlich verdient. Und ich hoffe, euch geht's gut, den ganzen Leuten zu Hause, die auf ihrer Wohnzimmercouch sitzen und sich das reinziehen. Weiter geht's auf eine weitere Runde. Ja, auch bei Nacht werde ich da wieder herumlungern und euch natürlich die aktuellsten Updates liefern. Und vor Ort auch die Leute fragen und die Bauer, mich mit den Bauern unterhalten und dir natürlich auch fragen, was ihr Ziel ist jetzt weiterhin. Ich habe gehört, dass die Bauern weiterhin hier stehen bleiben werden, bis die Politik ein bisschen agiert. Aber die Politik bleibt hartnäckig. Da kam bis jetzt nichts zurück. Tja, dieses Jahr ist ein Jahr des Umbruchs. Eine Menge Stress und viele Demos. Polizei nebenbei, die Bühne wurde schon abgebaut. Kleiner Schluck Tee. Und Leute sind dennoch draußen. Es ist saukalt draußen. Aber wir ziehen das für euch durch. Brandenburger Tor. Interviews wie nach zuvor. Franzosen. Na gut, wir verstehen kein Wort, wir gehen weiter. Französisch ein bisschen schwierig. Checke ich nix. So, wieder auf den Brandenburger Toren. An den Brandenburger Toren. Die Trecker stehen. Die Lastwagen sind alle weg. Lastwagen, Lieferwagen. Oh, Alter, der Wind wieder. Ihr bekommt natürlich davon nichts mit. Ich habe heute mein externes Mikrofon mit. Und da wird immer noch gehupt und gefeiert. Jetzt könnte man sagen, ja, die haben kurz eine Demo gemacht und sind dann alle wieder nach Hause gegangen. Nein, das hat schon Wirkung hinterlassen. Das hat schon Wirkung hinterlassen. Da geht's weiterhin rund. Ja. Noch mehr Fernseher. Ich muss zusehen, dass ich austrinke und die Interviews etwas näher betrachte. Die machen richtig Action. Das Ding ist nicht leise, also ist wirklich ultra laut. Gehen wir mal kurz näher ran. ARD. ARD aktuell. Ich glaube, die können nicht filmen, weil der Typ so laut ist. Tja. Das Ding ist laut, Freunde, sehr, sehr laut. Das ist überhaupt nicht gut für meine Ohren. Weg hier. Alter. Der Tod, Freunde. Die Traktoren, hi.
Grüß dich. Auch, ich bin auch Streamer. Ein richtiger Streamer. Herbert TV. Und ich hab dich ja auch. Weil ich schau dich auch gerne an. Dankeschön. Aber weißt du was, da haben wir es. Du machst immer so krasse Texte, ja. Da meinst du sonst was? Muss ja, die Leute müssen ja gucken, ne? Ja, da denke ich, das ist so ein Lauser. Ich denke, ja. Ich aber nicht schlimm. Gut, du fällst da drauf rein und klickst drauf, ne? Nö, das nicht, aber ich habe dich schon durchschaut. Aber ich schaue es gerne an, weil wisst ihr, danke. Laufst du durch? Immerhin mache ich was Informatives, ja, auch wenn ich, ja, genau, auch wenn ich clickbaite. Ja, genau. Ja. Also. Ich muss ja sein Clickbait. Ja, genau. Ja, also. Nee, ich sag's dir nur. Na, ich habe heute, ich würde Hermann TV, ich habe ein großes Stream-Ding da. Hermann TV bist du? Ja, Hermann TV, ja. Okay. Wie fandest du es heute? Sei ehrlich. Wie war's? Das war eine Heuchlerei, eine Scheiße war das. Heute? Ja. Achso, du meinst auf der Bühne, die Politiker? Alles, alles. Okay. Also wenn die Bauern das jetzt heute nicht geschnallt haben, dass wir nur von ihnen drüben dann nur noch verarscht werden, ja? Ja. Ja, ist so. Ja, gut. Ja, was soll man dazu sagen? Ja. Du musst mal so sagen, ich sag's auch deutlich, ja? Ja. Die Leute da drüben bringen jeden Tag Leute um. Das ist so. Wenn du mal genau überlegst, was die alles machen. Ja, dazu kann ich nicht viel sagen, mein ja, Lieber. Ja, aber ich sag's dir nur. Ja. Man muss mal nachdenken. Und dann brauchst du dich nicht wundern. Und dann nee, die ist Bauern, ja richtig. Die Bauernverband, ja klar. Was passiert jetzt mit den Bauern? Bleiben die jetzt hier oder fahren die nach Hause? Das weiß ich nicht. Weil ich glaube nicht, dass die Politik das so macht, wie sie es wollen. Ich glaube, die meisten sind schon reingefahren. Sicher gefrustet reingefahren. Fahren nach Hause, ne? Ja. Sicher gefrustet. Okay. Da, es ist ja das. Ich danke dir mal lieber, ne? Ja, klar. Schönen Abend. Übrigens, mach so weiter, gell? Dass ich danke. Weiter schauen kann, ich mach mein Bestes. Ich gebe mein Bestes. Ja. Dankeschön. Es ist saukalt und ich bin trotzdem unterwegs, wie du. Ja. Hast du schon gestreamt heute? Ja, schau. Ich zeig's dir mal. Ich bin da rüber. Ich mache mal Facebook, ist ja scheißegal. Ist egal, wo. Ja, ich ist gespeichert gerade, weißt du? Hier. Ja. Ah, ja. Das. Ich musste natürlich hinten, weil vorne haben's den. War alles abgesperrt, war voll. Der Netz. Ja, Netz ist scheiße, ja. Muss ich aber, das ist ja wurscht. Ich habe alles mitgenommen. Cool. Bist du selber aus Berlin? Nein, ich bin aus München. Ich bin extra nach München, von München hierher gefahren. Ach, München, okay, krass. Wie lange bist du schon hier? Jetzt seit in der Früh um 6:30. Ach, heute erst gekommen, ja? Ja. Ah, okay. Ein Kollege aus München schaut zu, cool. Ja. Ja, da bin ich extra auf. Bist du extra her? Berlin. Ah, ich habe gewusst, ich habe dich gleich sofort da gesehen. Aber, ach, das ist ja, ja. Genau. Cool, Mann. Cool, danke, dass du zuschaust. Ja, Berlin ein bisschen mehr Action, wa? Als in München. Bei euch ist es ja ruhiger. Ich weiß nicht. Also, es ist schon, aber ich weiß nicht. Auf jeden Fall, was ich ja gestern gesehen habe, Videos da von Palästina. Yeah, ja. Ich habe selber bei der Palästina-Demo mitgemacht. Ab und zu bin ich auch dabei und schaue mir das an und filme das. Ich war das in München und sowas. Das war ein Heiden, das war sowas Schönes, das habe ich noch nie erlebt, ja. Aber das da, was die gestern gemacht haben, das war ja die. Ach so, hier in Berlin gestern? Ja. Oh, das habe ich nicht mitbekommen. Was war da los? Die haben Polizei da, die da. Randaliert oder was? Randaliert, die haben sie halber. Warte, ich zeig dir. Okay. Am besten keine Gewalttaten zeigen, weil. Ja, hallo. Okay. Einmal ganz kurz wieder auf die Gehwege jetzt, weil gleich kommt der Verkehr durch. Alles klar, danke. Also, es wird hier aufgelöst. Ja, nee, und das ist. Also das ich glaub dir. Der Verkehr geht jetzt weiter. Aber richtig. Also, Randale, ja? Ja, die haben ja die Linken natürlich umeinander gefotzt, das ist ja klar. Ja. Und da war halt auch die Palästina da mit drinnen, aber also trotzdem, weiß ich mein. Man muss ja nicht gleich so raus, da Dinge. Ja, das ist leider so, dazu kann ich nicht sagen, so, weißt du, das ist leider so. Ja, es ist es halt auch. Alles Gute, Bro, danke dir. Alles klar, und mach weiter. Pass auf dich auf. Schönen Abend. Ciao, ciao. Grüße nach München. Nach München. Bayern. Hermann TV. Hermann TV. Alles Gute. So, der Verkehr wird jetzt wieder eingeleitet. Ja, die Trecker fahren doch nach Hause. Keiner bleibt hier. Verkehr läuft gleich wieder. Ich schätze, so in 20, 30 Minuten läuft der Verkehr wieder ganz normal wie gewohnt. Tja. Und ich komme dann auf jeden Fall nochmal her, mache noch ein Video später, wenn es hier komplett Ruhe ist, wenn da keiner mehr steht. Als Vergleich. Von mir aus 24 Stunden nach den Bauerprotesten. Die Überschrift. Die fahren nach Hause.
Ja, der junge Mann aus Bayern. Schön gewesen, ihn zu sehen gerade. Ihn getroffen zu haben. Das sind so die letzten Impressions. Lass das mal so ein bisschen auf euch wirken. Die Polizei macht jetzt die Straße frei. Die Autos. Ich würde sagen, in 30 Minuten ist dann wieder ganz normal Verkehr. Ja, viel los. Immer noch viel los, viele Trecker unterwegs.